So hat alles begonnen. Und so spielt sie heute. Tina Piesendorfer ist Rollstuhl-Tennisspielerin. Seit 16 Jahren ist sie querschnittsgelähmt, nach einem Sturz aus dem zweiten Stock. Als damals 18-Jährige haben mir zwei Dinge zurück ins Leben geholfen: ihre Familie und der Sport. Ich wollte nur irgendeinen Sport ausprobieren und habe mich ein bisschen bei den ganzen Behindertensportarten informiert. Und Tennis hat für mich am realistischsten für mich ausgeschaut. Und was eben als Hobby gestartet ist, ist dann echt zu meiner Leidenschaft geworden. Was ich voll super finde, ist, dass man nicht nur mit Rollstuhlfahrern spielen kann, sondern eben auch mit gehenden Leuten. Das heißt, ich kann mit meiner Freundin und Familie genauso spielen. Tina Piesendorfer entdeckt ihr Talent. Sie gewinnt ein Match nach dem anderen. Mittlerweile ist die Bad Ischlerin Österreichs Nummer 1. In der Tennis-Weltrangliste liegt sie auf Platz 38. Letztes Jahr habe ich meinen ersten Einzel-International-Titel gewonnen. Mein größtes Ziel ist natürlich, dass ich mal bei den Paralympics mitmachen kann, hoffentlich eben nächstes Jahr in Paris. Und daraufhin trainiere ich natürlich sehr stark. Um bei den Paralympischen Spielen in Paris dabei zu sein, muss es Tina Piesendorfer unter die Top 25 der Weltrangliste schaffen. Insgesamt trainiert sie dafür 6-mal pro Woche. Dazu kommt Fitness und Physiotherapie. Im heurigen Jahr sind 20 Turniere geplant. Die erste internationale Reise geht heuer dann in die Türkei im März, wo wir den World Team Cup, die Qualifikation, endlich mal wieder mit einem Damenteam bestreiten werden. Etwa mit Teamkollegin Vanessa Jenewein. Beim Upper Austria Ladies in Linz spielen sie aber nicht im Team, sondern gegeneinander. Im Doppel mit zwei gehenden Profispielerinnen. Ich finde das sehr wichtig, nicht nur, dass man es weiß, dass es es gibt, sondern auch für die Behinderten, dass man sieht, es ist nicht mehr so ein Randsport, man kriegt Aufmerksamkeit, man kann auch an Turnieren teilnehmen und man kann auch, glaube ich, viele motivieren, sich auch in den Bereich zu engagieren. Für mich ist das wirklich sehr wichtig, weil ich finde einfach, Rollstuhltennis gehört mehr in die Welt gebracht und halt mehr Sichtbarkeit einfach gezeigt, und da ist natürlich diese Bühne perfekt dafür. Das sogenannte Showmatch hat heuer zum zweiten Mal stattgefunden. Inklusion und Behindertensport haben damit einen wichtigen Platz beim Linzer Damenturnier. Inklusion, ja, die andere Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen und auch bei solchen Veranstaltungen teilnehmen, und ja, das finde ich schon toll, dass das möglich ist. Ich finde es einfach total lässig, dass nicht eben nur Rollstuhlfahrerinnen spielen, sondern dass es wirklich inklusiv ist, also dass Rollstuhlfahrerinnen mit Geherinnen auch Mix-Doppel spielen. Und ja, das zeigt einfach auch, wie fleißig die Mädels trainieren, weil im Spitzensport, egal ob man jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht, ist gleich anstrengend, man muss gleich viel investieren. Hier ist es echt so, wie es auf der ganzen Welt sein sollte. Es ist mittlerweile echt so, dass egal wo Tennis ist, Rollstuhltennis ist dabei, und Linz ist ein absoluter Vorreiter. Wir machen ein Riesenturnier, haben eine große Bühne und stellen diese Bühne auch Rollstuhltennis zur Verfügung, um was auch gesellschaftlich zu bewegen. Das Ergebnis vom Showmatch: ein Topspiel. Und das, obwohl es diesmal nicht einmal um Punkte gegangen ist.